Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ihr seht schon das Produkt, um das es heute geht. Das ist ein Tischorganizer und ja, eine Ladestation. All in one sozusagen. Und ihr seht schon, ich habe da eine Menge Geräte. Ich habe hier ein iPhone und zwei Tablets und ja, hier noch ein bisschen Kleinkram. Und wir schauen uns mal an, was das Ding hier leisten kann. Einmal ganz offensichtlich hier vorne, hier haben wir ein Qi Wireless Charging Pad mit eingebaut. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel mein iPhone hinlege, dann beginnt das direkt hier aufzuladen. Völlig kabellos, bis zu 10 Watt Leistung kann hier rauskommen. Also da kann man auch seinen Samsung Galaxy schön mit aufladen oder alle anderen Geräte, die Qi Wireless Charging unterstützen. Aber es ist ja nicht nur auf das eine Gerät hier limitiert, sondern wir sehen hier an der Seite noch einen USB-Anschluss. Da kann ich jetzt hier mein ganz normales USB-Ladekabel anschließen und dann zum Beispiel noch eines der iPads hier aufladen. Einfach hier einstöpseln. Und dann beginnt auch das iPad hier hinten dran aufzuladen und ich habe hier zwei Geräte, die gleichzeitig laden. Aus dem USB-Ausgang kommen maximal 5 Volt 2 Ampere raus, also 10 Watt. Das reicht gut für so ein iPad aufzuladen. Ich habe hier noch einen Platz für ja, so ein zweites iPad zum Beispiel reinzustellen, aber leider ja, keinen USB-Anschluss mehr, dass ich das auch noch aufladen könnte. Das finde ich hier ein klein wenig schade. Dafür haben wir aber, ich mache das Kabel nochmal ab, ihr seht schon das Kabel. Ja, man kann es natürlich irgendwie hier dann so reinprimeln, dass es nicht so sehr stört, aber naja. Wir haben hier unten nochmal einen USB-C-Eingang und noch einen USB-C-Eingang hier auf der Rückseite. Denn mit USB-C wird die Ladestation hier mit Strom versorgt, ein Kabel wird mitgeliefert. Und dann kann man sich aussuchen, je nachdem wie das Ding steht, ob man von hinten den Strom reinsteckt oder eben hier rechts von der Seite. Aber ich hätte gesagt, hier lieber ein USB-C-Eingang reicht. Macht noch einen normalen USB-Anschluss dran, dass ich auch hier ein zweites Gerät noch mit aufladen kann. Aber naja, irgendwo muss ja immer noch Platz für Verbesserungen sein. Also das Wireless Charging funktioniert wunderbar. Wir haben hier noch zwei Fächer. Ich habe hier das eine Fach, das ist recht tief. Das könnt ihr sehen. Habe ich einfach mal ein paar Stifte reingepackt. Ausgekleidet ist das Ganze mit weichem Stoff. Und dann hier vorne habt ihr auch noch Platz, um irgendeinen Kollegen dann dort reinzustellen. Also man kann hier seinen Schreibtisch ein bisschen schön aufräumen, will ich damit sagen. Das Material der Ladestation ist kein Leder. Es ist PU-Leder, also Kunstleder. Und das ganz ordentlich strukturiert. Es macht einen sehr robusten Eindruck. Und die Verarbeitung, die sieht eigentlich auch gut aus. Hier könnte man vielleicht auch noch was reinstecken. Von daher ist das eine gute Sache, wenn man viele Geräte eben hat und man will nicht überall die ganzen Kabel rumfliegen haben oder auch nur, um seine iPads mal ein bisschen hier abstellen zu können, wenn man die nicht braucht. Man kann die ja einfach wieder rausnehmen. Also schon eine praktische Angelegenheit. Wollte ich euch mal zeigen. Ich habe ja bereits hier eine Ladestation gezeigt mit mehreren Anschlüssen. Die hat allerdings nicht so schön ausgesehen und ich habe euch schon hier so einen Organizer gezeigt. Der hatte allerdings nicht so viel Platz. Also wir steigern uns langsam. Vielleicht kommt ja beim nächsten Mal der Organizer mit genügend Anschlüssen, dass ich hier wirklich alle Geräte mal gleichzeitig aufladen kann. Was auch noch cool wäre, wenn ich hier noch ein extra kleines Ladepad hätte, wo ich dann auch meine AirPods aufladen kann. Das geht leider noch nicht, aber naja, ich kann sie ja hier vorne mal reinstellen. So Freunde, das wäre es schon gewesen. Ich finde, das ist ein praktisches Teil. Wenn man ein bisschen Ordnung schaffen will auf seinem Schreibtisch, auf seinem Arbeitsplatz, dann kann man sich sowas gerne mal anschauen. Eine kleine LED, die zeigt hier unten auch immer noch an, ob noch aufgeladen wird oder ob alles voll ist. Wenn ihr sowas brauchen könnt, ich verlinke es euch hier unten in der Videobeschreibung, wie immer, und sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, euer MeAppleCat. Macht's gut!